Hallo, wenn du Beschwerden mit der Hüfte hast, dann brauchst du verschiedene Bewegungen, Übungen, Kräftigung, Dehnung. Und die zwei wichtigsten, die dir Abhilfe schaffen, zeige ich dir in diesem Video. Bleib zum Schluss dran, da gebe ich dir noch eine wichtige Info dazu und du kannst gleich starten, wenn du einfach nur bequeme Kleidung hast. Auf der Matte kommen wir mit angewinkelten Beinen in die Seitenlage. Das heißt, du hast die angewinkelten Beine übereinander. Die untere Hand schiebst du auf der Mitte der Matte, den Arm ganz lang aus der Schulter heraus. Ziehst das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Stützt die obere Hand so auf, dass die Fingerspitzen zu dir zeigen. Das untere Bein bleibt angewinkelt und das obere Bein streckst du als erstes im Knie. Dann streckst du die Hüfte, dann winkelst du das Knie an und winkelst die Hüfte an. Streckst die Kniekehle, streckst die Hüfte, winkelst das Knie und winkelst die Hüfte. Du machst also 4 Abschnitte, die du immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund kräftig betonst. Ausatmung durch den schmalen Mund. Dadurch aktivierst du Bauch- und Beckenboden. Das heißt, du ziehst mit der Ausatmung durch den schmalen Mund den Bauchnabel ein, den Beckenboden nach oben innen und den Brustkorb flach. Der Beckenboden ist hierbei das Wichtigste, weil der Beckenboden dafür unter anderem zuständig ist, die Hüfte, die Beine, alles in der richtigen Position zu halten. Bei diesem Bewegungsablauf ist der wichtigste Bereich, wenn du hier das Bein nach hinten gestreckt hast und du ziehst die Ferse zum Gesäß, dann merkst du vielleicht, die Hüfte oder das Knie will schon wieder so ein bisschen nach vorn kommen. Achte also auf eine saubere Ausführung der Bewegung. Du kannst diese Bewegung ein bisschen länger machen und gehst dann, kannst kurz auf Stopp drücken und gehst dann in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, du streckst die Hüfte, streckst die Kniekehle und ziehst das gestreckte Bein so weit nach vorn, bis du die Kniekehle wieder beugst. Du kannst noch zusätzlich auf den Fuß achten, dass du hier im Fußgelenk streckst und wenn du die Übung regelmäßig und öfter machst, dann wirst du sehen, wie deine Hüfte gut in den Ausgleich kommt und kannst beim ersten Durchgang die Zehenspitzen heranziehen und hier beim nach vorwärts kommen die Zehenspitzen strecken. Als nächstes legst du das Bein nach vorn ab, wie in der stabilen Seitenlage. Achte darauf, dass der Arm hier so aufgestützt bleibt, dass der Ellenbogen nach vorn zieht. Mit der nächsten Ausatmung streckst du das untere Bein aus der Hüfte heraus ganz lang und gehst mit dem unteren Bein erstmal in eine Hoch-Tief-Bewegung. Das heißt, mit der Ausatmung ziehst du Bauch- und Beckenboden ein. Und mit jeder Ausatmung durch den schmalen Mund ziehst du das gestreckte Bein, also das Bein streckt aus der Hüfte heraus, streckt in der Kniekehle, streckt im Fußgelenk, ziehst du das Bein hoch. Dann lässt du ein Kreisen entstehen. Also wenn du das Bein aus der Hüfte heraus lang gestreckt gut hoch-tief bewegen kannst, lässt du ein Kreisen entstehen. Wenn du noch ein bisschen Übung brauchst, Übung macht den Meister, mach immer so, wie es geht. Hier spürst du und brauchst du auch wieder den Beckenboden. Das heißt, du hast die Beininnenseite und spürst über die Beininnenseite die Aktivierung des Beckenbodens und lässt nochmal entgegengesetzt kreisen. Am Anfang kann es sein, dass die Kreise noch nicht ganz rund sind. Das ist nur ein Zeichen, dass die Muskulatur nicht ganz im Gleichgewicht ist, ein Auslöser für die Hüftbeschwerden unter anderem. Dann lässt du einfach alles einmal ganz kurz locker liegen, tief durchatmen und wechselst mit der nächsten Ausatmung zur anderen Seite. Das heißt, du schiebst dich nach oben, schiebst dich ein bisschen herüber, Kopf- und Fußende wechselst du, wenn du die Blickrichtung beibehalten möchtest, hast die Beine übereinander, die untere Hand
legst du auf der Mitte der Matte ab und schiebst dich lang heraus. Kinn zur Brust, Nacken lang, der Kopf liegt auf dem unteren Arm ab. Obere Hand mit den Fingerspitzen Richtung Nasenspitze, Ellenbogen weit nach vorn gezogen. Ziehst du das Knie heran, streckst die Kniekehle, streckst die Hüfte, winkelst die Kniekehle, winkelst die Hüfte. Hier ziehst du wieder die Zehenspitzen heran, wenn du darauf zusätzlich noch achten möchtest. Das kommt dann im Laufe der Zeit, dass du hier eine immer bessere Aufmerksamkeit und Routine bekommst. Immer wieder kräftig mit der Ausatmung durch den schmalen Mund, den Beckenboden nach oben innen ziehen, den Bauch und den Brustkorb flach. Entgegengesetzt streckst du das Bein, winkelst die Hüfte, winkelst das Knie, streckst die Hüfte, streckst die Kniekehle. Beobachte einmal, welcher Bewegungsablauf noch nicht ganz so einfach fällt bei dir. Und wenn du seitlich in Gesäß und Beinaußenseite die Anstrengung spürst, das ist der kleine und mittlere Gesäßmuskel. Das ist der Muskelausdauerreiz. Ist ganz ungefährlich. Geht uns allen genauso. Du lässt das obere Bein wieder liegen, wie bei der stabilen Seitenlage. Streckst das untere Bein lang aus der Hüfte heraus und beginnst mit der Hochtiefbewegung. Das untere Bein ist in der Hüfte gestreckt, in der Kniekehle gestreckt. Der Fuß ist auch locker gestreckt. Aber in erster Linie konzentrierst du dich auf den Beckenboden und die Hüfte. Und wenn das hochtief geht, lässt du das untere Bein in eine Kreisbewegung. Immer wenn du über die Seite nach oben ziehst, brauchst du die Ausatmung durch den schmalen Mund und du kreist entgegengesetzt. Achte ganz besonders darauf, den Beckenboden nach oben innen zu ziehen. Der mittlere Anteil des Beckenbodens ist der After-Schließmuskel. Du kannst aber hier gegebenenfalls den vorderen Anteil des Beckenbodens etwas besser spüren, als wenn du den Urin anhalten willst, ist diese Bewegung, dieses Gefühl einmal locker liegen lassen. Um jetzt die Muskulatur zu massieren, zu mobilisieren, zu lockern, die wir hier gekräftigt haben, kommst du als nächstes seitlich zum Sitzen. Das heißt, eine Ursache für unsere Hüftbeschwerden ist die verspannte Gesäßmuskulatur und die machen wir jetzt in der dritten Übung. Das heißt, erste Übung war ja immer das obere Bein, zweite Übung das untere Bein und jetzt kommt der Gesäßmuskel dran. Du stützt dich einmal hier so auf. Wichtig ist, dass du das Kinn zur Brust gezogen hast, den Nacken lang. Und wenn du hier ein bisschen nach innen und außen schaukelst, dann merkst du vielleicht schon die Belastung, also den Dehnreiz, den Lockerungsreiz im Gesäßbereich. Wenn sich alles gut anfühlt, kannst du die Beine, die Füße vom Boden lösen, kannst hier im Gesäßbereich ein Kreisen entstehen lassen. Achte darauf, dass der Nacken immer schön lang und locker ist. Lass ein schönes großes Kreisen entstehen und du bleibst immer ungefähr mit den Knien hier im 45-Grad-Bereich plus minus, ja? Dass du also immer auf dem Gesäßmuskel bist. Das heißt, wenn du dich etwas flacher positionierst, dann bist du mehr am oberen Teil der Gesäßmuskulatur, am Beckenrand. Da starten auch immer schon die Verspannungen. Wenn du sehr aufrecht bist, dann spürst du die Muskulatur eher so im Bereich Sitzbeinhöcker. Das sind also die Knochen, die wir spüren, wenn wir auf einem harten Stuhl sitzen. Und dazwischen findest du den Ischiasbereich. Das heißt, du kannst hier nach Gefühl ein Kreisen entstehen lassen.
Wenn es sehr intensiv ist, kannst du einfach nur auch in der Position bleiben, erstmal den Dehnreiz spüren lassen, tief durchatmen dabei. Ja, das, was du spürst, sind die Verspannungen. Die lockern sich jetzt peu à peu in Muskulatur und Bindegewebe. Du kannst leichte Bewegungen machen. Probier das einfach mal aus, wie sich das anfühlt. Und dann schauen wir uns die andere Seite an. Da kannst du einfach dich zur anderen Seite abstützen. Entweder die Füße noch aufgesetzt lassen, dass es am Anfang nicht ganz so intensiv ist. Ja, ein bisschen hier nach innen und außen schaukeln. Für die Position brauchst du entweder die Bauch- und Beckenbodenspannung oder du hältst dich mit der Hand ein bisschen hier an den Knien fest. Achte wieder darauf, dass das Kinn zur Brust gezogen ist, der Nacken lang und entspannt. Wenn sich alles gut anfühlt, kannst du auch ein Kreisen entstehen lassen und lass immer möglichst locker. Ja? Das Lockerlassen, also im Bereich der Gesäßmuskulatur, ist immer die Voraussetzung dafür, dass Muskulatur und Bindegewebe auch gelockert werden oder gedehnt werden. Auch hier wieder, wenn du dich ein bisschen flacher positionierst, bist du mehr im oberen Bereich der Gesäßmuskulatur, da wo wir nach Weihnachten die Hand drauflegen können. Ja, genau. Also wo wir schon sagen würden, das ist der untere Rücken, ist aber muskeltechnisch noch Gesäßmuskulatur. Wenn du dich weiter nach oben schiebst, bist du im Bereich Sitzbeinhöcker, überall dort, wo die Muskeln ansetzen, ist der Dehnreiz unter die Verspannung besonders intensiv. Ja, und dazwischen entdeckst du auch wieder den Ischias-Bereich und kannst das nach Gefühl und ganz intuitiv für dich lockern. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir hatten am Anfang mit dieser Bewegung die Beinaußenseite. Wir hatten dann mit dieser Bewegung die Beininnenseite. Der Beckenboden ist jedes Mal mit dabei. Und zum Schluss die Lockerung im Gesäßmuskel. Das sind die Muskelgruppen, die im Alltag zu kurz kommen. Und deswegen unter anderem hast du die Hüftbeschwerden. Solltest du trotz regelmäßigen Übens immer weiter diese Beschwerden haben, kannst du mich gerne direkt kontaktieren. Und es ist auch so, dass diese Verspannungen, Beschwerden oder welche Beschwerden auch immer wir haben, immer ein Hinweis darauf sind, dass da noch andere Themen dahinter stecken. Auch das ist möglich zu klären, im ganzheitlichen Bereich zu betrachten. Und ja, dafür bin ich da. Ich bin Edda, deine Personal Trainerin und kann dich unterstützen, wenn du lebenslang fit und in deiner Kraft bleiben möchtest, einfach um schmerzfrei und beweglich zu sein, das Leben zu genießen, so wie es gedacht ist. Liebe Grüße!